Eine Märztour nach Flensburg. Das Wetter verspricht viel. Leicht wolkig bis sonnig, 4 bis 7 Grad. Ich starte in Hohenwestedt, zentral Schleswig-Holstein. Der erste Stopp wird die Lindau-Nis-Brücke sein. Für die gesamte Strecke von etwas über 200 Kilometer werden wir über die Dörfer 4 Stunden benötigen, an reine Fahrzeit. Jetzt haben wir Ende März, muss noch mal ein paar Tage Resturlaub nehmen, heute ist einer davon. Das Wetter sieht total geil aus. Wir haben jetzt schon 7 Grad und es ist noch nicht mal 10 Uhr morgens. Das verspricht natürlich was Gutes. Heute habe ich mich mal gegen die 77 entschieden. Bundesstraße 77. Und jetzt kommt wieder der Kanaltunnel. Und dann müsste ich sowieso irgendwann nach rechts rüber und dödel darum. Ich werde diesmal ein Stück Autobahn nehmen. Bis Schleswig hoch und dann rüber nach Arnes, die Schlei entlang. Weil ich will auch ein bisschen Zeit schaffen hier. Denn die meiste Zeit, die will ich in Flensburg verbringen. Sonst wird das nachher alles ein bisschen knapp. Weil ich will ja auch noch zum Abendbrot wieder zurück sein. Hier den Autobahnzubringer, Rendsburg Süd, Osterrönfeld, den sind die auch ordentlich am Ausbauen, da sind die jetzt auch fast mit fertig. Das ist auch eine ziemlich belastende Situation gewesen. Dazu noch die Baustelle im Tunnel, hier war also ewig Stau in allen Richtungen, bei jedem Pups und auch nicht, war hier alles dicht. Ich befürchte, das wird bald wieder sein. Weil irgendwann muss ja der Bau mit der Radehochbrücke, der Autobahn, der A7, losgehen. Und dann werden möglicherweise hier viele Fahrzeuge umgeleitet. Man spricht da zwar von einer Ersatzbrücke, aber da sehe ich auch noch nichts von. Das wird auf jeden Fall spannend. So, hier geht es dann mal rauf auf die A7 und dann kommen wir gleich über die Rader Hochbrücke bei Rendsburg. Das morsche Ding. Und hier können wir noch einmal den Weitblick genießen von der Radehochbrücke. Im Handumdrehen haben wir die Strecke über die A7 geschafft und biegen hier ab. An Schleswig vorbei Richtung Kappeln, um dann bei Lindau zur Brücke zu kommen. Musik
Jetzt geht das weiter, die 201 Richtung Kappel. Die werden wir noch ungefähr 8 Kilometer weiterfahren und dann abbiegen nach rechts. Und hier vorne geht das Richtung Missunde, wo auch schon die Fähre über das Verkehrsschild eingezeichnet ist. Aber die hat ja so viel Wartungsarbeiten gehabt, dass sie ja überhaupt nicht mehr kalkulierbar ist als verkehrstechnische Verbindung über die Schlei weg. Na, hier kämpft sich auch jetzt schon langsam wieder die Sonne durch den diesigen Hochnebel. Ich hoffe ja, das wird bald ein bisschen angenehmer mit den Temperaturen hier. Ah, das ist eine herrliche Straße hier. Jetzt fahren wir weiter durch Tarstedt, muss man nicht kennen, Richtung Tabü. Und wir wollen ja nicht nach Missunde, da ist ja die Fähre. Wir wollen ja zur Brücke. Die ist ein kleines bisschen weiter, ja, was ist das, nordöstlich an der Schlei. Dann haben wir hier die Spuren von den ganzen landwirtschaftlichen Fahrzeugen auf der Straße. Aber nützt alle nichts, die brauchen wir ja. Was wir brauchen, sind natürlich nicht die Dreckspuren, aber die landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Irgendwie muss das Brot ja auf den Tisch kommen. Ja, da steht schon Lindau. Das sieht doch total gut aus. Wir sind ja gleich da. Guck mal, da vorne läuft das Mittag. Können wir gleich mit einsammeln, auf den Grill spannen. So, das war gerade schon mal der erste Blick über die Schlei. Jetzt wird die Sache natürlich auch wesentlich attraktiver hier mit dem Fahren. Die Sonne kommt wieder ein bisschen raus. Obwohl, das ist noch arschkalt, ne? Wenn du im Augenblick die Handschuhe aus hast und mal ein Foto machst, dann wird dir schon gleich kalt. So, jetzt sind wir im Ort Lindau. Und hier am Ende des Ortes, da liegt natürlich auch die Lindau-Nisse-Brücke. Die Brücke ist für Fußgänger, Radfahrer, Autos, natürlich auch Motorräder und Eisenbahnzüge. Und hat nur eine Spur. Hier geht alles im Wechsel irgendwie aneinander vorbei. Das ist schon irgendwie eine coole Sache. Richtig schöner, alter, historischer Schinken. Und hat halt jetzt seinen Dienst getan. Ja, da vorne ist jetzt Lindau-Niss und da kommt dann auch die Lindau-Niss-Brücke.
So, da ist die Brücke. Leider alles hier im Bau. Eine kleine Hinweistafel am Parkplatz gibt dem Besucher aufschlussreiche Informationen über den Ort. Laut Wikipedia, die Lindaunes-Brücke ist eine Straßen- und Eisenbahnklappbrücke, die den Meeresarm Schlei an einer ihrer schmalsten Stellen überquert. Die Brücke ist insgesamt 120 Meter lang. Früher, das heißt 1881 bis 1926, gab es in Lindaunes eine Drehbrücke, die östlich der heutigen Brücke die Schlei überquerte. Und weil die für den anfallenden Verkehr zu klein war, gab es die jetzige Klappbrücke. Auch die ist jetzt etwas marode und in die Jahre gekommen. Vermutlich wird es demnächst eine neue hier geben. Und wie sind wir nochmal hier hingekommen? Also über die 201 kommt ihr angefahren, dann fahrt ihr rechts über ein, zwei Orte in Richtung Lindau und von Lindau kommt ihr direkt nach Lindaunes, wo die Brücke ist. Zum Kaffeetrinken oder Imbiss habt ihr zwei Möglichkeiten. Beide kann ich absolut empfehlen. Jetzt geht es weiter zu unserem nächsten Stopp in Flensburg, das Nordertor. Lindaunes geht es jetzt weiter über Süderbrarup Richtung Flensburg. Das einzige Ziel heute. Eine große Baustelle, das ist ein echter Hammer, was alles gemacht wird. Aber das Ding ist auch schon irre alt, die Brücke. Da fällt bestimmt auch das ganze, die ganze Uferbefestigung alles auseinander. Die sind ja im Moment alles am reparieren. Licht scheint in der Finsternis, steht hier. Nun denn, wir sind in Diehl. So schön die kleine Orte gibt es ja hier en masse. Und die meisten sind auch richtig schön gewachsen. Nicht irgendwie so eine Schrottdörfer. Oh, apropos Schrott, das Ding ist ja wohl zusammengefallen. Naja, punktuell sieht das halt immer anders aus. Jetzt fahre ich aus Satrup raus Richtung Husby. Das Wetter ist richtig gut geworden. Die Sonne ist richtig rausgekommen. Ich vermute, wir haben bald unsere 10 Grad erreicht. Das merkt man auch beim Fahren. So, jetzt sind wir rein nach Flensburg gekommen. Über die Eckernförde Landstraße. Jetzt fahren wir die Schleswiger Straße runter Richtung Zentrum. Hier rechts von mir ist die Flensburger Brauerei. Kann man auch schön besuchen. Gibt es auch irgendwie so ein kleines Verkostungsprogramm zu. Aber ganz ehrlich,
ist ja nichts für Mopedfahrer, wenn man los soll. Aber wenn man eine andere Möglichkeit mal hat, kann ich das nur empfehlen. Hier unten am Hafen ohne Ende von diesen schönen alten Häusern und da vorne rechts kommt der Museumshafen. Auch das muss man sich unbedingt mal antun. Das ist schon richtig geil da. Natürlich jetzt in den Corona-Zeiten alles nur halb so gut, weil du das nicht richtig angucken kannst. Hier kommt die Flensburger Altstadt pur auf der Norderstraße direkt aufs Nordertor zu. Das Wahrzeichen von Flensburg. Absolut geil. Laut Wikipedia, das Nordertor ist ein Stadttor, das die Stadt Flensburg einst nach Norden begrenzte. Es war damit ein wichtiger Teil der ehemaligen Flensburger Stadtbefestigung. Heute ist es das Wahrzeichen der Stadt. Wie findet ihr direkt dahin? Ihr kommt über die Schiffbrücke, biegt aber vorher ab in die Norderfischerstraße, die Norderstraße, und kommt direkt aufs Nordertor zu. Dort kann man schon das Moped abstellen. Wenn es nicht reicht, dann gibt es direkt am Wasser einen Parkplatz, nämlich hier. Wenn ihr Kaffeedurst habt oder einen Imbiss möchtet, gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite des Nordertores, hier oder hier. Empfehlen würde ich hier, direkt am Schifffahrtsmuseum. Da habt ihr einen extrem guten Ausblick. Es gibt einfaches, preisgünstiges Essen. Zurück geht es an der Schiffsbrücke, an der Hafenküche Flensburg, dem Flensburger Schifffahrtsmuseum, dem Schifffahrtshafen Flensburg, dem Hotel Hafen Flensburg, Restaurant Columbus, Onkel Jules und Flensburger Möller. Inzwischen haben wir 16 Uhr. Ich bin schon wieder auf Höhe Oewersee, hier zu sehen am alten historischen Krug, der wieder aufgebaut und renoviert wird. Ich habe meine Zeit bei meiner Mutter in Flensburg verbracht. Wunderbar Mittag gegessen, einen schönen Kaffee getrunken, habe meinem Bruder noch geschnackt und jetzt bin ich auf dem Heimweg. Diesen Komfort hat natürlich nicht jeder in Flensburg, aber Flensburg bietet irrsinnig viele schöne Cafés, Restaurants oder Imbissbuden. Das Taberkreuz ist etwas höher gelegen. Fantastisch steht der Weitblick, wenn man von dieser Anhöhe wieder runterfährt, Richtung Süden.
Ich hatte es zwar nicht geplant, aber auf dem Rückweg habe ich noch schnell einen Stopp in Rendsburg eingelegt, an der Hochbrücke für die Eisenbahn. Darunter ist einmal die Schwebefähre gewesen, die ist auch durch einen Schiffsunfall kaputt gegangen. Aber es ist immer ein schöner Ort, wieder eine Pause zu machen. Danach geht es gleich weiter nach Hause Richtung Hohenwerstedt. Wie findet ihr dahin? Ihr kommt ja die B77, egal in welche Richtung, dann könnt ihr A im Norden vom Kanal abfahren und einmal durch die Stadt. Das könnte ich euch erklären, zweimal links, zweimal rechts und in der Mitte durch, begreift kein Mensch. Entweder habt ihr ein Navi oder kennt euch dort aus. Meine Empfehlung, im Süden vom Kanal, das ist auch ausgeschildert, direkt dran. Das ist der bessere Weg. Wenn ihr hier einen Kaffee trinken wollt oder eine Kleinigkeit essen, habt ihr drei Möglichkeiten. Entweder einmal direkt am Café, denn etwas weiter links ist ein Eiscafé oder das dritte auf der Südseite. Auf der Südseite, das ist meine Empfehlung. Da habt ihr tollen Service. Das zweite, da kriegt ihr natürlich nur Eis. Hier mache ich mal ein kleines Fragezeichen dran, weil da ist auch viel Tourismus. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis nach Hause. Die Sonne geht langsam im Osten rechts von uns unter. Man merkt auch, es wird wieder leicht schattig von den Temperaturen. Die Tour hat wieder wahnsinnig viel Spaß gehabt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.